Hallöchen, mein lieben Balkongärtner. Jetzt bin ich auch schon wieder mal hier auf Balkonien. Und schaut mal her, wie schön der Schnittlauch hier schon am Wachsen ist. Den hatte ich ja, wie lange ist es jetzt her? Eine Woche circa, als ich den umgetopft habe. Das Video kennt ihr sicherlich. Und der wächst jetzt hier richtig schön, wie man sehen kann. Echt toll, muss ich sagen. Ja, der Petersil, der ist hier auch schon am grün werden. Aber was ich jetzt machen werde, ist erstmal meinen Salat hier umtopfen, umpflanzen, hier in meine Pflanzkästen rein. Und ja, was ein bisschen blöd ist, die Pflanzkästen sind jetzt circa, ich glaube, 30, 35 Zentimeter lang. Und wenn ich da zwei rein tue, dann wird es ein bisschen eng. Und eine Pflanze ist dann doch ein bisschen sehr großzügig. Also schauen wir mal. So. Ja, was mache ich da jetzt? Ich werde mal sagen, ich gebe da zwei Pflänzchen rein und dann werden die einfach ein bisschen kleiner geerntet, falls hier Platzmangel entstehen sollte. Ja, und das werde ich jetzt machen. So, und jetzt werde ich noch einige Salatkästen hier mit Vlies abdecken, aber nicht alle, um zu sehen, was für einen Unterschied das macht. Und ja, da bin ich mal richtig gespannt. Hier habe ich mir einfach so ein paar Bambushölzchen zurechtgeschnitten und hier ein Vlies. Und dann stecke ich das einfach hier mit den Stöckchen rein und bedecke dann meine Salatpflanzen. So. So, die sind jetzt gut eingepackt.